Wunderbar. So, und ihr seid bereit? Dann Bühne frei. Dimi. Für David und Dimi. Genau. Ich bin David und es ist Dimitri und wir stellen euch heute das Projekt Culture Map vor. Es ist eine Karte, wo... Soll ich übernehmen? Was? Wo kulturelle Events und... Soll ich übernehmen? Ja. Wo kulturelle Events mit einer Karte eben verbunden sind, sowie auch Sehenswürdigkeiten, die sind auch mit der Karte verbunden. Das Problem war eben, wie bereits Liv gesagt hat, dass man da keine Verbindung hat zwischen Karten und den kulturellen Events. Deswegen haben wir das gemacht. Ja. Als Technologien haben wir HTML, CSS, JavaScript, bei JavaScript auch noch Leaflet verwendet, Python und die Overpass API. Mit Leaflet können wir halt eine Karte in unsere Website einbinden, eine Karte von OpenStreetMap. OpenStreetMap ist so ähnlich wie Google Maps, aber ein bisschen besser, weil es ist Open Source und offen. Also kann man da ganz einfach die Daten davon nehmen. Und die Overpass API kann man nutzen, um halt die ganzen Punkte, die wir eben in unserer Karte anzeigen wollen, zu bekommen von OpenStreetMap. Hier haben wir jetzt ein Beispiel für ein klassisches Pop-up. Hier würde dann der Eiffelturm zum Beispiel, da sieht man dann das zum Beispiel den Namen Eiffelturm, danach wann er öffnet und dass es eine Touristenattraktion ist, dann sieht man auch noch die Website. Öffne die Website. Hier sieht man unsere Website. Sie ist gerade auf Frankfurt gezentert. Jetzt, wo David rausgescrollt hat, werden direkt ganz viele neue Punkte geladen. Man kann auch auf die Punkte drücken. Dann kriegt man wieder die Informationen, wie sie eben schon zu sehen waren beim Eiffelturm. Danach mussten wir für die kulturellen Events uns irgendeine Quelle finden, woher wir das bekommen. Dafür haben wir die Website jetzt von der Kirche genommen. Dafür brauchen wir hier einmal die Titel und die Daten, wann das stattfindet. Das haben wir dann mit einem Python-Projekt. In einem Python-Projekt, das diese Daten ausliest und wenn man es einmal durchführt, dann auch diese Daten ausgibt. Also jetzt zum Beispiel, dass am 23. Juni die DJ Circle Show kommt und wir mussten halt diesen Ausleser finden, weil wir keine gute Datenquelle gefunden haben, woher wir diese Daten beziehen können. Mir fehlt noch das. Egal. Mach weiter, weiter, weiter. Wir wollen uns noch fürs Zuhören bedanken und auch an unseren Mentor Corvus, der hat uns sehr geholfen. Ja, wir sind fertig.